Seit dem Dezember 2016 drehen sich die Flieleken von den 7 neuen Wandrädern. Der Wandpark zu Weil an der Gemeinde Wünscher ist der größte und performanteste Park, der bis jetzt zu Lützeburg gebaut wurde. Der Park, der an einem Zeitraum von just 13 Monaten abgerichtet wurde, zieht sich über eine Fläche von 12 Hektar. Der Wandpark ist von den erneuerbaren Energien die Energieform, die das größte Potenzial hat. Das heißt, auf kleiner Fläche kann ein Hai proper enorm viel Energie produzieren. Distanzen zwischen dem Park und den bewohnten Gebieten dürfen so überraschend, dass weder der Kamedi noch der Schiert von den 200 Meter hohen Wandmühlen ein Problem durchstellen. An die allgemeine Akzeptanz von Bürger, die ist eigentlich auch da. Und das kann man dazu tun haben, dass das allgemein Bewusstsein zum Aufbau, vom Ersetzen von Atomkraft und fossilen Energien zugeholt hat. Auch die Bewohner von der Gemeinde Wünscher konnten um Succes vom Projekt teilholen. Über die Sozietät Weiler Wand haben sich 48 Parteien mit 400 Paaren am Wert von 1 Million Euro beteiligt. Den Ökopark Weilau hat die Gemeinde Wünscher an die Ministerien überzeugt. Nicht zuletzt durch die intensive Vierarbeit, die für das Projekt gelegt wurde. Ich muss ja noch sagen, dass in der Zwischenzeit die Investitionen verstehen, was von Umweltstudien muss geliefert werden. Auch die Büro, mit denen sie zusammen arbeiten, das hat eine Zeit gedauert. In der Zwischenzeit stellen wir eine große Routine fest. Über den Zeitraum von 8 Jahren dürfen tiefgreifende Tüde realisiert, um sicherzustellen, dass durch den Bau vom Park keine Nachteile für den Mensch, Tier und Natur entstehen. Für die Rotmilan zu protegieren, dürfen nicht weit vom Park 21 Hektar Land abkaufen, auf dem sich das in europaweit geschützte Greifvogel niederlassen kann. Zum einen werden dort Ackerflächen in Grünland umgebrochen. Grünland ist das bevorzugte Nahrungsgebiet des Rotmilans. Und es wird auch beim Mährhythmus darauf abgesehen, dass für den Rotmilan immer optimale Bedingungen herrschen. Also es ist der erste Windpark, wo ein solches Kompensationskonzept für den Rotmilan im großen Stil auch umgesetzt wird. Neben diesem ökologischen spielt aber auch den ökonomischen Aspekt eine Rolle. In diesem Sinn wird von Anfang an wichtig, dass Lokalbetriebe mit an dieses Projekt angebunden gehen. Die Besonderheit beim Transport von solchen Geräten ist, dass wir mit extremen Längen fahren. Dadurch bedingt müssen die Strecken zuerst mal ausgekundschaftet werden. Da sind da punktuell Adaptationen wie Rampen oder am engen Kehre Bypass, die müssen gebaut gehen, die dann aber zurückgebaut gehen. Die Technologie, die wir hier gewählt haben, ist eine Technologie ohne Getriebe. Das Windrad und die elektrische Turbine sind direkt miteinander verbunden und ohne Getriebe gibt es dann auch eine höhere Zuverlässigkeit und natürlich auch keine Wartung, was sowohl für den Betreiber als auch für die Umwelt einen großen Vorteil bedeutet. Als Jugendliche sind ich mitgegangen auf Manifestationen gegen Katalan. Ich habe ganz schnell erkannt, dass Manifestieren allein nicht durchgeht. Es muss manifestiert gehen, aber es muss ich noch eine Alternative bieten. Und die Alternative zu Katalan ist ganz klar der Teil. Dieser Wandpark und noch einer Wandpark.